Hallo zusammen, heute gibt es mal eine schöne, erfreuliche Nachricht. Für euch und auch für mich, denn ich bin in gewisser Weise stolz darauf. Ihr seht hier eine Menge aufgebaut. Keine Sorge, das ist kein typisches Ich-verkaufe-euch-jetzt-Supplements-Video, denn das ist nicht die Gotti-Line, die neue Gotti-Line oder sonst irgendetwas und ich verdiene auch nichts daran. Ich möchte euch jetzt die Möglichkeit geben, dass ihr euch einen Booster selbst zusammenstellt. Und zwar gab es schon einmal ein Video dazu, wie ihr euch einen optimalen Booster mischt. Und jetzt werde ich euch mal mehr dazu erklären. Denn es gibt mit meinem neuen Sponsor Protein Arena eine tolle Partnerschaft und wir wollen es einfach mal ausprobieren. Und zwar den Gotti Booster. Jetzt mache ich allerdings nicht irgendwie den tausendsten kommerziellen Booster, wo meine ganz besondere Mischung drin ist, wie es jeder irgendwo verspricht. Manche da draußen sind Schrott. Wer es verspricht und hält, der hat trotzdem immer das Gleiche drin. Denn es ist kein Geheimnis, was gut ist an einem Booster und wie man es dosieren sollte. Es gibt ein paar Ingredienzien, die kann man drin haben, muss man nicht. Kreatin, zusätzlicher Zucker, also Dextrose oder dergleichen. Und natürlich die Stimulantien, Koffein oder ohne Koffein, ein reiner Pump-Booster, Pre-Workout und so weiter. Das gibt es immer wieder die Frage. Aber vor allem sind es ein paar Zutaten, die in jedem Booster als Grundbaustein drin sein müssen und eigentlich auch 100% des Boosters ausmachen und der Rest ist Spielerei. Also wenn ihr eine riesen Zutatenliste seht und irgendwelchen Pfeffer, Kürbiskern, sonst irgendetwas, Extrakt, das ist meistens, sieht toll aus, aber ist da wirklich was hinter? Oftmals nicht. Und tatsächlich auch nicht in den Mengen, die da drin sind. Es gibt ein paar, die sollten in großen Mengen drin sein und das macht auch einen Booster oft teuer. Das heißt, wenn ihr da draußen einen Booster seht für 15 Euro und den für 40, dann liegt das meistens daran, dass die für 40 Euro viel von dem und von dem drin haben. Und zwar modern viel. Seit ein paar Jahren weiß man, das bringt den wahren Pump. Aber wer darin so ein Alibi-Arginin drin hat, heißt also 500 Milligramm oder so etwas, das gar nichts bringt, auch auf dem Papier Pump-Booster sich nennt, nun ja, da wird es schwer. Da müssen schon relativ hohe Dosierungen ran und das Blöde bei jedem Booster ist, dass man eigentlich mehrere bräuchte. Will ich heute mal Koffein oder nicht? Habe ich schon Kreatin und brauche das gar nicht da drin oder nicht? Brauche ich zusätzlich Zucker oder nicht? Dann kann man es noch reintun, man kann natürlich improvisieren, aber, und das werden wir heute merken, jetzt gibt es bei Protein Arena den Gotti Mix. Quasi eine komplette Line, die ihr bestellen könnt und da auch noch Prozente drauf bekommt, erst recht auch noch zusätzlich mit meinem Code, das ihr alles bekommt und ihr seid endlich in der Profiliga. Und jetzt mal zu den Vorteilen davon. Zum einen geht es darum, dass mir verschiedene Körpertypen sind. Ich bin recht fortgeschrittener Bodybuilder und so ziemlich an einem gewissen Limit. Ich nehme relativ hohe Dosierungen davon, von den meisten Sachen. Das heißt sowas wie Arginin, die Aminosäuren und sowas, das, was den Booster teuer macht, davon nehme ich recht viel. Und dann bräuchte ich teure Booster da draußen und die halten meistens für 20 bis 25 Portionen. Dann ist es vorbei. Wer 3 bis 4 Mal die Woche trainieren geht, kann sich ausrechnen, er kommt circa 1,5 Monate damit hin. Das war's dann auch. Und dafür ist es natürlich recht teuer. Wenn man sich die einzelnen Ingredienzien holt, dann hält das meistens länger, auch wenn es natürlich im Anschaffungspreis erstmal mehr ist. Aber man kann es variieren. Und das finde ich so saugeil, seitdem fühle ich mich wirklich in der Profiliga angekommen. Ich mache es selbst. Dann seid ihr wirklich nicht mehr von dem Gepansche da draußen abhängig, sondern macht euren Booster und das ist der Monster-Qualitätsbooster. Egal welchen Booster ihr da draußen holt, der echt teuer ist und der wirklich auch behauptet, wir machen Qualität, der besteht aus genau diesen Sachen in dem großen Kern und dosiert die relativ hoch. Das ist es und das macht ihr jetzt selbst. Ich fühle mich auf jeden Fall wesentlich professioneller unterwegs, wenn ich das selbst mische und glaubt mir, das macht einfach Spaß. Es macht Spaß, diese Sachen wie bei so einer Apotheke, einen Alchemisten oder so etwas da zu haben und genau zu wissen, was man tut. Und da noch abzustimmen, wie ihr in der Tagesform seid, ob ihr öfters trainiert, weniger trainiert, 70 Kilo wiegt, 90 Kilo wiegt, sogar 120 Kilo wiegt, das ist Next Level. Und jetzt erkläre ich euch mal ein bisschen mehr dazu. Das hier ist der große Gotti Booster Pack. Darin habt ihr alles und auch ein paar Zusätze. Kommen wir aber erstmal zum Basispack. Die Basis besteht immer aus vor allem den beiden Pump-Ingredienzien, das ist Arginin und Citrullin. Habt ihr vielleicht schon von gehört? Gibt es sogar Videos hier, glaube ich, auf dem Kanal sogar schon zu. Die sorgen dafür, dass aus dem Booster ein Pump-Booster wird. Arginin hält ein bisschen länger an. Das heißt, das sorgt dafür, dass ihr während des Trainings, wenn ihr 1,5 Stunden trainiert, den Pump aufrechterhaltet. Ist eine Aminosäure und sorgt eben dafür, dass ordentlich Blut in den Muskel fließt.
Citrullin ist eine Abzweigung von Arginin. Eigentlich ist es auch L-Arginin, ist aber schneller verfügbar durch eine andere Verbindung. Damit habt ihr schnell voran den Booster, den Pump und mit Arginin etwas länger anhalten. Das sind die Hauptingredienzien eines Pump-Boosters. Und manche machen da tatsächlich 0,1 Gramm rein, empfohlen werden aber mittlerweile mindestens 4 Gramm. Heißt, seid ihr ein 80 Kilo Athlet, nehmt einfach am Anfang mal 4 Gramm und ihr könnt ja immer noch gucken, wenn ihr das 2 Wochen gemacht habt oder eine Woche, habt ihr noch einen besseren Pump und es ist besser, wenn ihr eine Woche danach mal 5 Gramm nehmt und dann geht gerne auf 6 hoch. Meine optimalen Ergebnisse sind mit 6 Gramm und 6 Gramm, aber zur Dosierung kommen wir noch. So, das hier ist die Hauptingredienz für den Pump. Beta-Alanin kennt ihr. Ich muss sagen, ich tue es zusätzlich rein. Das Kribbeln macht so einen gewissen mentalen Kick, aber ob es tatsächlich richtig eine Wirkung dazu beiträgt, das ist umstritten. Dennoch ist es einer der Bestandteile, die bei vielen Boostern dabei sind und ich tue es einfach mit rein. Davon auch nochmal 3 bis 5 Gramm. Ihr habt dieses Kribbeln und naja, als Aminosäure kann es nicht schaden. Grundaminosäure, die am meisten in eurem Muskel vorkommt und eine gute Versorgung ist, Glutamin auch schöne gesundheitliche Effekte hat, das ist Glutamin. Habt ihr sicher schon viel von gehört, gibt es schon seit Ewigkeiten und davon auch nochmal was in den Booster. Dann haben wir noch eine zusätzliche Aminosäureversorgung. Jetzt kommen wir zu etwas spezielleren Sachen. Koffein, Dextrose und Kreatin, die tue ich mal beiseite. Tyrosin. Tyrosin ist bekannt vor allem den Fokus zu geben. Das verbessert eure Gedächtnisleistung, wenn ihr es supplementiert. Und da solltet ihr nur ein bisschen aufpassen. Nicht, dass es gefährlich ist, aber hiervon nimmt man keine 3, 4, 5 Gramm. Einen halben Gramm, also 500 Milligramm, bis hin zu 1 Gramm. Wenn ihr das zum Beispiel 2-mal am Tag zusätzlich nehmt, dann gibt es unheimlich viele Studien, die wirklich zeigen, eure Gedächtnisleistung wird besser, eure Konzentration wird besser. Deswegen nimmt man es auch in den Pump Booster für den Fokus und davon nochmal 1 Gramm zusätzlich rein. Hammer! Das ist eine schöne Geheimzutat und das hier ist der Foundation Pack. Damit habt ihr euren Pump Booster. Ein Pre-Workout, den ihr jeden Tag nehmen könnt. Gerne auch mehrmals am Tag. Kein Ding. Ja gut, ihr solltet jetzt nicht 5-mal am Tag nehmen und habt dann immer 1 Gramm da drin oder so. Aber wer trainiert auch schon 5-mal am Tag? Jetzt kommen wir zu Zusätzen, die bei Boostern immer unterschiedlich drin sind oder nicht drin sind oder auch dosiert sind. Kreatin zum Beispiel. Viele sagen, ich will kein Kreatin in meinem Booster. Ich habe mein Kreatin und ich will nicht direkt vorm Training Kreatin. Muss man auch nicht. Das gehört zum Einnahmeschema, das jeder individuell haben möchte. Ich habe Kreatin immer vor dem Training drin. Und auch nach dem Training. Und deswegen kann man jetzt hier endlich entscheiden. Sonst hättet ihr schon 2 verschiedene Booster. Einmal mit Kreatin, wo es einfach ein All-in-One-Pack ist. Und ein ohne Kreatin. Hier mischt ihr es jetzt so mit rein, wie ihr es braucht. 3 Gramm vorher bis 5 Gramm vorher. Kann ich nur empfehlen. Gar nicht mal so übel. Stimulantien. Der, ja, im Prinzip umstrittenste. Nein, nicht umstrittenste, sondern der heiß diskutierteste Teil, ob ich es brauche oder nicht. Viele verbinden schon mit dem Booster eigentlich nur diese eine Ingredienz. Ja, wenn ich einen Booster nehme vorm Training, dann bleibe ich ewig wach. Stimmt gar nicht, denn das hier ist der Pump Booster. Das hier ist eine Stimulanz, die drin sein kann, aber in den meisten Boostern eben drin ist und das relativ hoch dosiert. Was heißt hoch dosiert? 400 Milligramm ist, glaube ich, das höchste, was ich mal gesehen habe und was gängig ist in einem Pump Booster. Und das ist ungefähr so viel wie 1,5 Tassen Kaffee. Jetzt auch nicht die Welt. Ich meine, 1,5 Tassen Kaffee vom Training trinken, aber ist eben schon ein ordentlicher Wachmacher. Jetzt könnt ihr selbst entscheiden. Viele sagen auch, ich will nicht diese Koffeindosis. Ich bin nicht müde vor dem Training, ich brauche das gar nicht. Dann lasst ihr es mal weg. Seid ihr dann aber mal etwas schlapper, müder, trainiert später, dann wollt ihr es haben. Heißt, auch hier bräuchtet ihr schon wieder 2 verschiedene Booster. Einen, den ihr jeden Tag nehmen könnt, wenn ihr auch nicht vielleicht müde seid und keinen Kicker braucht oder den auch vermeiden möchtet, weil ihr eh schon viel Kaffee und Red Bull oder sowas trinkt. Und einen mit, wenn ihr es mal braucht. Jetzt macht ihr das selbst. Seid ihr nur halbwegs schlapp, tut da einfach ein bisschen weniger rein, 200 Milligramm. Wollt ihr euch mal richtig den Kick geben und habt am Tag noch nicht so viel gehabt, tut euch mal 400 rein. Zu Koffein habe ich schon hier und da immer wieder was gesagt. Wer mein eigenes Video dazu haben möchte, Gefährlichkeit von Koffein, Dosierung von Koffein, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Das ist aber somit der stärkste Zusatz, endlich einen Booster zu haben, wo ihr es selbst regulieren könnt, ob ihr es dabei haben wollt, ob nicht oder in welcher Menge. Zum Beispiel sind mir 400 Milligramm oft zu viel geworden. Ich schlage schon die Booster aus und da sind echt tolle Booster bei, die super schmecken, tolle Mengenangaben von den anderen Sachen haben, aber beim Koffein zu stark reinhauen, muss ich nicht immer haben. Dann aber wiederum merke ich öfters, wenn ich Koffein dabei haben möchte und ein bisschen, finde ich, tut
tut einfach gut, ist gut drin. Da muss man eben gucken, welche haben nur genau 200 Milligramm. Jetzt macht man selber. Das machen die Profis. Und dann kommen wir zu einer Zutat, die auch ganz von euren Zielen abhängig ist. Habt ihr bereits schon keine Probleme mit der Energieleistung und habt viel gegessen am Tag und wollt sogar eher abnehmen, braucht ihr sicherlich nicht noch Zucker, Dextrose, Kohlenhydrate drin. Aber generell ist das gar nicht mal so schlecht und kickt vor allem durch den Insulinschuss, den ihr bekommt, das Tyrosin ein bisschen nach oben, stärkt die Wirkung vom Koffein und sorgt auch dafür, dass die Aminosäuren etwas besser eingelagert werden. Grundsätzlich nicht schlecht. Das heißt, ein bisschen davon tue ich immer in meinen Pre, aber vor allem in meinem Intra kommt das rein. Und jetzt kommt das Tolle. Euren Intra könnt ihr auch damit gestalten, genauso wie euer Post-Workout. Da gehören nur noch ein paar ERAs dazu. Jetzt werdet ihr aber feststellen, wenn ich all das zusammenmische, dann fehlt doch sicherlich was. Denn das Tolle ist, die haben nicht alle einen eigenen Geschmack. Oh mein Gott, das wäre der Geschmacksübergau. Blueberry meets Apple meets Coca-Cola-Geschmack, Eistee, Pfirsich und sonst irgendwas. Nein, alles ganz clean, reine weiße Pulver. Mit ein bisschen Zucker da rein, aber jetzt kommt das i-Tüpfelchen. Ihr entscheidet sicherlich oft den Booster, welchen ihr nehmt, nach dem Geschmack. Hier habt ihr jetzt mit dem Bolero Satches habt ihr alle Geschmacksrichtungen, die ihr euch wünschen könnt. Probiert sie einfach aus. Ich habe jetzt mal so ein Probepack hier bekommen von Protein Arena. Ich lese euch jetzt mal nur, mach mal so ein bisschen die Glücksfee hier, ein paar daraus vor. Hier habe ich gegriffen Pear, Birne. Okay, Birnengeschmack wäre jetzt nicht so meins. Mal sehen, was das nächste ist. Berry Blend, das wäre schon eher mein Ding. Mango. Ich kann hier so viel rausziehen, wie ich will. Ist immer unterschiedlich. Sport Orange Flavor. Black Currant. Also Schwarzbeeren hier auch noch. Banane. Goji-Beere. Herrje. Lemon Pie. Also ihr seht, ihr habt hier alles an Geschmäckern drin. Probiert euch einfach durch und ihr mischt euch den Booster, den ihr wollt. Wenn ihr das 10. Mal hintereinander die Blackberry hattet, dann habt ihr vielleicht mal Bock auf Apfel. Und mischt euch das damit. Eins davon da rein und das zusammenmischen. Der Knaller. All das zusammen bekommt ihr jetzt, und das ist das, was mich stolz macht, als Gotti Booster Mix. Einfach auswählen und dann habt ihr darauf auch noch einen Nachlass und ihr gehört zur Profiliga. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich euch nichts verkaufen möchte, denn statt den nächsten Booster zu machen, sage ich euch einfach nur, wie ihr ihn selbst mischt und das macht mir wesentlich mehr Spaß. Wir gehen jetzt mal kurz rein und ich zeige euch, wie ihr das Ganze bestellen könnt. So Leute, da sind wir schon auf proteinarena.de und ihr seht, hier werdet ihr schon von Produkten überschüttet. Und da ist er, der Star des heutigen Tages, Gotti's Power Pump Performance Booster. Und ihr seht, das sieht doch schon attraktiv aus. Da gehen wir mal direkt zurück. Schaut euch mal an, was da alles drin ist. Das hier ist ein neuer Schatz in eurer Küche. Tja, hoffentlich wird dann euer Partner nicht sauer sein, wenn ihr damit alles vollstellt. Und jetzt schauen wir mal, wo wir das finden. Also, ihr seht, ihr könnt schon hier bereits auf den Banner klicken. Dann solltet ihr dorthin kommen. Achtung, da ist der gut aussehende Herr. Ihr klickt drauf und kommt bereits schon weiter zum Gotti's Power Pump Booster. Aber wir testen jetzt mal den Shop auf Herz und Nieren und gucken mal, wie wir es sonst noch finden. Ihr seht, hier sind die ganzen Kategorien. Trainingsbooster, die findet ihr auch noch hier unter dem Header Nahrungsergänzung. Und da kommt ihr auch auf nicht Testo-Booster, Trainingsbooster. Egal, wo wir jetzt drauf gehen, machen wir es mal direkt hier. Hier seht ihr jetzt eine eigene Sektion. Hier habt ihr die ganzen normalen, ne, von Leuten, ach, die haben einfach keine Ahnung, Rich Piana und Kevin Leroney und weiß ich nicht, wer es alles, und natürlich Dorian Yates. Ja, die ganzen berühmten Booster, die ihr kennt von allen namhaften Herstellern. Aber wir wollen einen Schritt weiter gehen. Wir sind jetzt auf Next Level Professionalität und wir nehmen natürlich der einzige zur Auswahl stehende Button hier, Gotti's Power Pump Booster. So, und jetzt gehen wir mal zusammen drauf. Ihr seht, viele Wege führen nach Rom. Ihr kommt überall dorthin und hier seht ihr schon die einzelnen Zutaten. Aber darum geht es jetzt nicht. Das ist zwar schön, dass man die hier alle sieht. Ihr könnt die also nachkaufen hier. Ihr könnt noch mal nachschauen bei den einzelnen Zutaten, was so drin ist. Gucken wir uns das Ganze mal an. Hier seht ihr eine kleine Produktbeschreibung, was das mit Arginin auf sich hat, die Verpackungsgröße, was da drin ist und so weiter. Das Übliche, das kennen wir.
Aber uns geht es jetzt um den Booster. Und nur Arginin ist natürlich nur ein Bestandteil. Das ist das Schöne. Ihr wollt hierhin. Das sind die drei Hauptaugenmerkmale für euch. Da haben wir Gottis Power Pump Booster, der G2P oder in cooler Sprache G2P. G2P steht eigentlich für Gottis Power Pump Booster und das ist diese Hauptzutat. Das macht den Pump Booster aus. Zusätzlich könnt ihr den Zusatz holen. Zusätzlich den Zusatz. Gottis Power Pump Booster Upgrade GP Plus. Das beides zusammen macht aber dann das wahre Performance-Set aus, das ich euch empfehle und was ihr gerade gesehen habt. Gottis Power Pump Performance Booster. Ist euch der Name zu lang oder findet ihr den cool? Nennt es mir gerne mal in den Kommentaren. Kurzform G3P oder G3P. Und hier habt ihr alles drin. Und da gehen wir jetzt drauf, weil das ist der Star des Abends für... Ja, jetzt klinge ich schon wie ein Marktschreier. Schaut euch diesen Preis an, vergleicht es selbst. Ich will jetzt einfach gar keine Wertung dazu abgeben. Schreibt mir selbst in die Kommentare, was ihr von diesem Preis haltet. Ich persönlich finde es Hammer. Konnte es auch kaum glauben, dass Protein Arena das dafür anbieten möchte. Ich bin natürlich stolz drauf, finde das toll, denn ich liebe es, euch etwas bieten zu können, was euch auf ein nächstes Level hebt und wo ich persönlich sogar nicht einmal von profitieren werde und euch damit einfach nur eine tolle Empfehlung geben kann und Protein Arena sogar für fast eine Nullnummer das Ganze hier bereitstellt, würde ich sagen. Gut, aber genug davon. Hier habt ihr alle Zutaten. Das Ganze bekommt ihr nach Hause geliefert und könnt daraus euren Booster machen. Nachbestellen könnt ihr sowohl die einzelnen Ingredienzien, wenn euch hiervon was ausgegangen ist. Ihr wisst, Tyrosin, Koffein wahrscheinlich weniger, das hält für Monate an. Glutamin, Citrullin und Arginin schon etwas eher. Oder auch Dextrose, Kreatin, was auch immer. Habt ihr selbst noch Kreatin? Gut, dann müsst ihr einfach schauen, wie ihr das dann noch mit reinbringt. Jetzt kommt aber eine wichtige Sache. Wie ihr gemerkt habt, die aufmerksam unter euch, hier fehlt gerade noch was. Und zwar fehlt es, weil ihr das selbst euch zusammenstellen könnt. Und dazu geht ihr hier oben in den Reitern auf Essen und Drinks. Bei Essen und Drinks findet ihr nun Getränkepulver. Und hier seht ihr auch das, was ich euch vorgestellt habe. Sogar auch noch von anderen Marken. Das hier sind die Boleros, die habe ich euch vorgestellt. Die findet ihr in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Ihr könnt davon 12er Mixer holen, ihr könnt aber auch 24er holen und so weiter. Schaut euch hier um, da gibt es alles Mögliche zu. Und was es auch gibt, das Ganze noch von einer anderen Marke in Sticks. Aber was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt das mit euren EAA-Pulver mischen, das sowieso schon Geschmack habt. Oder vielleicht habt ihr Geschmäcker zu Hause, die ihr reintun wollt. Macht das, wie ihr lustig seid. Wichtig ist nur, dass ihr natürlich hier die Grundsubstanzen habt. Harte von euch werden es vielleicht sogar ohne Geschmack trinken. Aber gut, ich habe jetzt hier zwei im Warenkorb. So kommt ihr zu dem besten Booster, den es gibt, der noch zusätzlich Spaß macht und euch auf ein neues professionelles Level hebt. So, außerdem findet ihr auch da das Video nochmal zur Anleitung. Wie gesagt, es gibt hier schon ein Video auf dem Kanal, aber wir gehen jetzt nochmal ganz kurz drauf ein und ein paar Anmerkungen dazu. Glutamin macht 5 Gramm vor dem Training rein, ist gut, dann habt ihr eine gewisse Aminosäureversorgung, obwohl meistens seid ihr ja mit einer Mahlzeit davor voll, Proteinshake vielleicht voll, dann habt ihr alle möglichen Proteine schon drin und euer Aminosäurepool, euer Speicher ist voll. Dennoch, für mich kann es nicht schaden, wenn es auch mal eine Stunde später ist oder sowas, 5 Gramm Glutamin kommen dazu. Beta-Alanin. Wem es sehr stark kribbelt, versucht es mal mit 3 Gramm, würde ich aber schon mindestens. Ansonsten, wenn ihr Hardcore seid wie ich, geht auf 5 Gramm hoch und dann ist es auch ein schönes Kribbeln. Arginin. Ich nehme davon 6 Gramm und nochmal 6 Gramm Citrullin. Der Burst-Pump, den ihr dann bekommt. Hammer. Allerdings wiege ich 96 Kilo. Bei vielleicht 12-14% Körperfett und das ist natürlich ein bisschen athletenabhängig. Und Kevin Gebhardt wird davon auch seine 6 Gramm mindestens brauchen, aber ihr könnt auch gerne einfach mal anfangen mit 3, ich würde sagen 4 Gramm. Drunter würde ich nicht gehen und testet euch Woche für Woche hoch. Habt ihr wirklich einen besseren Pump mit 5 Gramm, ansonsten könnt ihr euch das natürlich sparen. Davon aber nicht unter 3-4 Gramm gehen pro Ingredienz und ihr werdet die Qualität und den Pump Booster haben, der Knaller. Kreatin. Ich nehme 5 Gramm vor dem Training. Zwischen 3 und 5 sollte es sein. Weniger muss es nicht sein. Mehr definitiv nicht. Dextrose ist natürlich ganz euch überlassen. Ich nehme ganz gerne einfach nur, damit ihr einen kleinen Insulinausstoß bekommt.
meine 20 Gramm vor dem Training mit dazu in den Booster und dann wirkt das Ganze auch noch alles wesentlich cooler. Vor allem auf nüchtern Magen, weil das dafür ist der Pump Booster da, der sollte auf nüchtern Magen genommen werden. Deswegen 20 Gramm davon noch rein. Und jetzt kommen wir zu den besonderen Zutaten. Tyrosin, etwas vorsichtiger mit, halben bis ein Gramm. Nehmt ruhig ein Gramm, gar kein Problem, aber eben nicht hier mit dem Messlöffel. Bitte darauf achten, von 2, 3, 4, 5 Gramm. Das muss nicht sein. Noch schlimmer, tatsächlich schlimm, wird es beim Koffein. Denn hier ist es verheerend. Hier reden wir von Milligramm. 400 Milligramm, habe ich euch gerade schon gesagt, ist viel. Wenn ihr jetzt aus Versehen mit dem falschen Messlöffel daran geht und hier von 5 Gramm reinnimmt, das kann echt übel ausgehen. 5 Gramm Koffein ist brutal. Und ja, daran können auch Leute ernsthafte Schäden davontragen oder sogar sterben. Gab es schon. Ich will jetzt hier nicht zu weit Angst schüren. Dennoch, gerade bei Pulver ist das so eine Sache, damit muss man vorsichtig sein. Bitte nicht in die Reichweite von Kindern. Wenn die mal irgendwo hiervon naschen, ist das nicht allzu schlimm. Nicht zu empfehlen, sollte man sowieso nicht, aber da passiert nicht viel. Das hier schon. Aufpassen damit, genau nachlesen und wirklich nur 200 bis 400 Milligramm. Nicht darüber hinaus, würde ich sagen. Und dann habt ihr es zusammen. Das alles schön mischen. Dann macht ihr noch den Geschmack da rein, den ihr haben wollt. Ich gucke jetzt nochmal, welcher das wäre. Cherry Cola. Gut, weniger mein Ding. Und dann anschließend habt ihr euer Cherry Cola Power Booster made by Gotti. So, ich hoffe, das gefällt euch. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Sobald ihr den habt und euch mal selbst zusammengemischt habt. Vielleicht habt ihr auch einzelne Ingredienzien eh zu Hause, holt euch nur den Rest, wie auch immer ihr es macht. Bitte schreibt mir mal, wie ihr ihn empfindet. Hattet ihr tatsächlich schon mal einen besseren Booster, einen Booster, wie er da draußen ist, wo noch ein paar andere Ingredienzien drin sind, oder hat er wirklich funktioniert? Und wenn ihr so begeistert seid, ich wette, es macht euch so Spaß wie mir, dass ihr das selbst und professionell zusammenmischt und je nach Lust und Laune und Tagesform entscheiden könnt. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ich brenne darauf und die anderen auch, die sich vielleicht nicht ganz trauen und denken, soll ich jetzt mit einem Mal so viel Geld ausgeben? Schreibt hier unten rein, wie euch das gefallen hat, ob euch das was gebracht hat und ob es für euch die Lösung ist, ganz weg von dem Marketing der ganzen Booster zu gehen, auch wenn dann kein Skelettkopf drauf ist. Und naja, ob es euch etwas gebracht hat und wie geil ihr es findet. Ich bin sehr gespannt darauf und ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Und ansonsten denkt dran, noch zusätzlich mit Gotti 15 bekommt ihr Prozente auf proteinarena.de. Und nun ja, schaut euch mal die anderen Videos auf dem Kanal an und hämmert in die Kommentare, wenn ihr noch irgendetwas wissen wollt dazu. Ansonsten sehen wir uns. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.